Also, bei uns geht es jetzt weiter mit einem weiteren spannenden Thema. Natürlich geht es wieder um Daten, aber um eine andere Art von Datenverarbeitung. Und zwar um 3D-Stadtmodelle. Und die Stadt Bern, die hat tatsächlich so eins. Und das stellt uns jetzt der Florian Broch vor. Er ist Fachspezialist Geomatik bei der Geoinformation von Stadt Bern und ist seit 2019 dort mitverantwortlich für das 3D-Stadtmodell. Florian, erklär mal, wie das geht. Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen bei Geoinformation Stadt Bern im Rahmen der Digitaltage. Ich bin der Florian, ich bin Geomatik-Ingenieur und arbeite für die Stadt Bern vor etwa einem Jahr. Geoinformation Stadt Bern ist eine Abteilung der Stadtverwaltung. Bei uns stehen Geodaten, respektive Daten mit Raumbezug, im Zentrum. Heute werden wir über Digital- und Geodaten reden, mit einem Fokus auf dem Projekt Bern in 3D. In den nächsten 20 Minuten werde ich Ihnen das Projekt vorstellen sowie ein paar konkrete Fälle anzeigen. Was heißt Bern in 3D? Der Begriff Bern in 3D bedeutet die Nachbildung der Stadt dank einem Stadtmodell. Man kann also von einer digitalen Nachbildung der Stadt Bern reden. Das Produkt ist das Ergebnis der Digitalisierung der Stadt in drei Dimensionen. Die Digitalisierung konzentriert sich bisher auf der Darstellung der Landschaft. Heute beinhaltet unser Modell verschiedene Komponenten. Von unten nach oben haben wir das Terrainmodell, das ist die Darstellung des Reliefs. Die Grundkarte, welche die informiert über die Charakteristik des Bodens. Die 3D-Objekte, wie zum Beispiel eine Brücke, das Gebäudemodell, also die Gebäudekörper und noch die Vegetation. Die Verwendungszwecke, also in welchem Bereich wird das Stadtmodell verwendet. Für die Stadtentwicklung, zum Beispiel für zukünftige Bauprojekte. Für wissenschaftliche Studien. Wir können zum Beispiel das Potenzial für Solarpanel an Gebäude berechnen. Für Architektur, Hoch- und Tiefbauarbeiten. Für räumliche Analyse, hier ist ein Beispiel, eine Beleuchtungsstudie im Quartier. Für Virtual und Augmented Reality, damit Projekte in die Realität zu bringen. Und noch im Rahmen von Smart City Projekten. Die Benutzer, also wem dient das Stadtmodell? Es sind die Fachleute wie Architekten, Stadt- oder Raumplaner, die Behörden, respektive die Stadtverwaltung und noch die Bevölkerung. Ganz kurz zu den Technologien, sprich, wie haben wir das Modell aufgebaut? Zuerst haben wir eine riesige Menge von Geodaten erfasst. Für die Bodenbedeckung haben wir Daten aus der amtlichen Vermessung übernommen. Diese Daten haben wir mit terrestrischen und Raummessungen aufgenommen. In 2020 haben wir zwei Flüge durchgeführt. Zuerst haben wir die Stadt mit einem Laser gescannt. Nachher haben wir Luftbilder aufgenommen. Damit diese Daten zu erfassen, drücken wir nicht nur auf einen Knopf, sondern wir sind bei Geoinformation Stadt Bern Fachleute mit Kenntnissen all dieser Werkzeuge. Diese Daten verwalten wir nachher mit Geoinformationssystem. Und schlussendlich entwickeln wir Web-Applikationen und publizieren diese im Internet. Wir werden uns nun konzentrieren, auf was wir in 2020 publiziert haben. Eben, es wurden schon ein paar Applikationen in der Stadtverwaltung umgesetzt. Heute wurden hauptsächlich interaktive 3D-Visualisierungen im Rahmen der Stadtentwicklung implementiert. Unsere Applikationen ermöglichen bisher Bauprojekte virtuell zu visualisieren. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Also extrem spannend. Merci Florian. Das
ist doch sehr interessant. Wir tauchen gerade in ein anderes Thema ein als KI. Und dann habe ich wiederum einen Gast bei mir. Es ist ein Kollege von Florian, der Adrian Annen. Du bist seit 2019 Leiter vom Bereich Geomatik bei der Geoinformation der Stadt Bern. Jetzt habe ich es richtig. Adrian, wie ist das so? Das ist sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir auch gesehen, es ist auch sehr spannend in der Anwendung. Erzähl mal, ist das vor allem das, was ihr macht täglich? So Modelle und Funktionen, wo man Modelle nutzen kann für die Stadtentwicklung? Genau, das ist eine spannende Frage. Also, mein tägliches Brot, ich bin Vermessungsingenieur, hat es im alten Wort laut noch geheissen. Das sind die, mit die man oben sieht, mit den Lasermessdingen. Und den orangen Kleidern, genau, am Strassenrand stehen, genau. Das ist mein tägliches Brot. Ich habe dort ein Team von 11 Leuten, die täglich in unserer Stadt unterwegs sind und ganz viele Daten sammeln. Und wenn ich von Daten rede, dann sind das hier Koordinaten, die schlussendlich in einem Plan dargestellt werden, in einem 2D-Plan. Oder eben, was wir jetzt gesehen haben von Florian, er ist mein 3D-Spezialist, der die ganz vielen Datensätze, die wir erfassen, wirklich auch versuchen zu visualisieren und den Leuten ein bisschen besser zu zeigen, als nur auf den 2D-Plänen. Also eigentlich so ein bisschen ähnlich, wenn ich mir jetzt so überlege, im täglichen Leben von mir, wie wenn ich bei Google Maps auf den 3D-Modus gehe. Das ist korrekt, ja, genau. Was halt bei Google Maps oft das Problem ist, ist, dass wir nicht unbedingt die Aktualität der Daten oder die Genauigkeit der Daten im Griff haben. Und das ist auch der Grund, wieso wir bei der Stadt Bern häufig selber noch Daten vermessen und auch Daten erfassen, wie der Florian vorhin gerade hat erklärt, dass wir die Aktualität und die Genauigkeit im Griff haben. Völlig Sinn, eben, gell? Weil genau. Das ist ja, glaube ich, die grosse Thematik der grossen Tech-Giganten, oder? Dass die Daten bei sich haben, oder man weiß es ja nicht mal. Genau. Und ich gehe schwer davon aus, alle eure Daten sind im Datenkerker von der Stadt Bern sicher bei den Geomatikern, die gehören uns, sozusagen. Das ist zum Teil so. Also wir haben zum Teil auch datenschutztechnisch haben wir Herausforderungen, die für uns stehen. Ja. Das ist ganz klar. Wir dürfen nicht ganz alle Daten, die wir erfassen, der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Auch schon innerhalb der Stadtverwaltung gibt es manchmal so ein bisschen gewisse Restriktionen. Das ist aber ein Hindernis, das da ist, wo wir aber auch daran arbeiten. Das ist ein bisschen aufzuzeichnen. Jetzt reden wir schnell darüber über Anwendungsmodelle. Wir werden dann Live-Demos schauen, bin ich sehr gespannt. Genau. Aber sag schnell, bevor wir reintauchen, Anwendungsmodelle von dem, was Florian jetzt vorgestellt hat. Wo brauchen wir das im täglichen Leben? Genau, also das Beispiel, das wir jetzt gerade im Anschluss sehen, das ist eine Überbauung oder eine geplante Überbauung der Stadt Bern, wo es darum geht, dass man verschiedene Varianten von Baukörpern anschaut. Es geht dort nicht um eine realitätsgetreue Visualisierung, sondern wie tun ich das Stadtbild von den Volumen her prägen. Und digital haben wir da ganz andere Möglichkeiten als noch vor Digitalzeitalter, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was der Florian jetzt würde zeigen im ersten Video. Schauen wir doch rein, sind wir gespannt. Gut, also für diese Live-Demos begrüße ich Ihnen auf meinem PC. Und Sie sehen hier vermutlich zum ersten Mal das Stadtmodell. Und jetzt sind wir in der Altstadt. Und Sie haben vielleicht das Berner Münster erkannt, sowie das Bundeshaus. Und für diese erste Live-Demo haben wir zum Ziel, einen Variantenvergleich zu machen. Das bedeutet also, dass wir verschiedene Projekte analysieren wollen. Und hier haben wir ein fiktives Projekt auf dem Bundesplatz gemacht. Genau. Und das ist das erste Projekt, also ein Turm auf dem Bundesplatz. Und ja, dank dem Stadtmodell haben wir hier die Möglichkeit, diese Variante dynamisch zu analysieren. Wir können auch die Variante Nummer 2
einblenden und wieder dynamisch analysieren. Und mit dieser Applikation können wir auch Schnitte direkt im Modell generieren, damit das Projekt besser analysieren zu können. Es besteht auch die Möglichkeit, Informationen zu erhalten. Wir sehen hier, das ist die Variante Nummer 2. Der Turm besteht sich aus 36 Etagen und hat eine Höhe von etwa 170 Meter. Genau. Und das ist typische Anwendung für Architektenwettbewerb. Jetzt wieder die Variante Nummer 1. Also die Varianten haben wir jetzt verglichen. Und jetzt wollen wir die Wirkung einer Variante schätzen. Und als Beispiel hier wollen wir die Wirkung der Schatten analysieren, respektive der Schatten in der Altstadt. Wir haben zuerst die Möglichkeit, diese Schatten, also heute, ab etwa 8 Uhr dynamisch zu analysieren. So. Also für den ganzen Tag bis etwa 5 Uhr. Zweite Möglichkeit, wir können Schattenvolumen berechnen. Das haben wir am 8. Februar, also in Mitte des Winters, berechnet. Und Sie sehen hier die Volumen, also die Schattenvolumen zwischen 8 und 18 Uhr. Das haben wir auch für den 21. März. Das ist, wenn Tag und Nacht gleich sind. Und hier, Sie sehen wieder diese Volumen zwischen 8 und 18 Uhr. Genau. Und so kann man also das Stadtmodell für die Stadtentwicklung benutzen. Ja, sehr schön. Adrian, das Manhattan in Bern Projekt, ich sehe, das ist bei euch schon, das läuft, da seid ihr schon dran. Es ist natürlich klar, dass wir hier kein Realweltprojekt haben publiziert. Also es plant niemand von der Stadt Bern so einen grossen Turm auf dem Bundesplatz. Wir wollten damit einfach anschaulich zeigen, was sind die Möglichkeiten, was sind andere Sachen, als dass man es vielleicht eben früher bei einer digitale oder Vordigitalzeit-Variante. Ich habe hier ein ganz kleines Beispiel von einem 3D-Druck von diesem Stadtmodell mitgenommen. Und der Schnitt, den der Florian hat gesagt, und die Schattenwürfe simulieren, das ist in der Vordigital-Variante natürlich ungleich schwieriger. Ja. Und der Turm auf dem Bundesplatz war jetzt einfach ein anschauliches Beispiel. Also, ja. Es plant niemand das Projekt. Sicher, ne? Ich bin ganz sicher. Das ist natürlich ein Beispiel, das glaube ich, uns allen sehr bleibt. Der Anbau dort vom Bundeshaus, wo der grösste Turm ist, oder wäre, wenn er ihn würde bauen, ich glaube, was hat er gesagt? 161? Ne? 170 Meter, glaube ich. Also, das ist sicher höher als Berner Münster. Ich weiß nicht, was Basel noch im Sinn hat und noch baut, aber. Es war ein anschauliches Beispiel. Genau, bauen wir jetzt den nicht in den nächsten Jahren. Aber was wir haben gesehen, und das ist eben sehr spannend, das hast du gesagt, man kann viel mehr machen, viel schneller. Ich weiss nicht, wie lange das jetzt der Florian nicht hatte, um das Modell zu programmieren, aber
Ich habe einen Kollegen, der mal Architektur studiert und dort haben sie alles gebastelt von Hang. Weißt, wirklich, das war ein Projekt, das hat man früher so machen müssen. Was denkst du, was ist so der Effizienzgewinn in der Raumplanung, vielleicht auch in der Architektur natürlich, durch so ein Tool? Genau, also der Effizienzgewinn ist sicher da. Ich glaube, ich kann das aber nicht beziffern in Franken und Rappen. Ich sehe den Gewinn vor allem in der Anwendung, eben das, was Florian hat gezeigt, dass man viel mehr Sachen kann machen, Schattenwürfe visualisieren und so. Klar, auch beim Bauen vom Modell digital kostet das nicht so viel wie der, sag jetzt mal ein bisschen Abschätzung, der Laubsägerli-Bauer, was sein Modell zusammenbaut, der Architekt, den du vorhin hast erwähnt. Aber ich kann es nicht in Franken und Rappen quantifizieren. Aber du merkst schon, du hast viel mehr Möglichkeiten in der Raumplanung oder jetzt bei eurer Geomatik, viel schneller etwas zu entscheiden als früher. Genau, dort würde ich vor allem den Mehrwert sehen von so einem digitalen Modell. Früher hat man das anhand von gebauten Modellen gemacht und je nach Projekt hat man vielleicht bis zu 70 Varianten müssen visualisieren. Das heisst, im schlimmsten Fall hat man 70 so 1 Meter auf 1 Meter Modelle gemacht. Und das ist natürlich, auch dort haben wir einen gewissen Effizienzgewinn. Aber auch das, ich will es nicht unbedingt den Franken und Rappen sagen. Nochmal, ich sehe den Mehrwert drin in den Mehrmöglichkeiten, die wir haben. Für mich wirkt es auch so ein bisschen, ich bin aufgewachsen mit einem Game, SimCity. Das war eines von meinen Games in meiner Jugend. Genau. Für mich hat es mich an das erinnert, wenn ich ganz ehrlich bin. Hast du das Gefühl, so der Gamification-Aspekt, der Faktor, kann auch dazu führen, weißt, dass der sag ich mal, in der Nachwuchsförderung oder in der Rekrutierung von neuen, jungen Leuten attraktiver wirkt als eben nicht gegen die Laservermessung und die Leute im Orange. Die sind auch wichtig und ich habe das auch immer spannend gefunden als Junge. Aber das Gefühl, das andere ist so ein bisschen sexier. Sexier, ja. Also wir können natürlich auch unsere jungen Nachwuchsgeomatik-Leute begeistern mit solchen Anwendungen. Jetzt, es gibt viele Spiele, es gibt Minecraft, es gibt SimCity, sage ich jetzt mal, wo natürlich auch ein bisschen Anwendung ist. Wir profitieren auch ganz stark von der Entwicklung. Also das Beispiel von Florian, das er dort hat gesehen hat, das ist nicht in der Applikation, die er um müsste installieren, sondern das läuft in einem neueren Browser, auf einem guten Rechner, problemlos. Es ist auch so, dass das Beispiel hier auf dem Hosensack Computer würde laufen. Ist jetzt natürlich hier aus technischen Gründen etwas schwieriger zu zeigen, aber es funktioniert auch dort. Also die Technologie der Entwickler sehen wir. Und auf deine Frage zurückzukommen, ob es spannender ist für den Nachwuchs, auf jeden Fall. Also, so ein bisschen einfacher, weißt, vielleicht auch zu verstehen und etwas zu probieren. Eben, was du sagst, also, ist es denn sogar Open Source? Oder? Schon nicht ganz. Schon nicht ganz. So weit sind wir noch nicht ganz. Also die Applikation, die wir hier bei der Stadt einsetzen, die ist nicht Open Source. Es gibt Open Source Varianten, wo wesentlich mehr Programmierkenntnis gefragt sind, um solche Sachen einzusetzen. Auch dort ist immer das Abwägen vom Aufwand, den man betreibt. Wie viel Eigenentwicklung steckt man drin? Jetzt, wir als Stadt sind nicht unbedingt dazu da, Technologieführer zu sein oder die neuesten Sachen immer umzusetzen, sondern das uns zusammenzusuchen und der Verwaltung und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, was es auf dem Markt gibt. Und in diesem Fall ist jetzt das leider nicht ein Open Source Projekt. Aber könnte ja sein, oder? Ist auch denkbar. Ja. Und auch im Rahmen, oder? Wir sind ja hier an den Digitaltag und der Jonathan, der Leiter Digital Jonathan Gimmel, sagt ja immer wieder, es geht um Dialog und es geht darum, die Bevölkerung immer mehr einzubinden. Und gerade, also weißt, ich denke einfach laut, gerade so, wenn man sagt, wie könnte man die Stadt weiterentwickeln und junge Leute könnten so ein Programm brauchen. Mhm. Bei einem Ideenwettbewerb habe ich das Gefühl, da kommt viel. Man redet ja immer über die Schütze, wie will man die Schütze zum Beispiel umbauen. Wer weiß, ich meine, wenn man das ein bisschen öffnen würde, wäre das vielleicht eine Chance. Das kann durchaus eine Chance sein. Gar nicht mit meiner persönlichen Meinung bin ich einverstanden. Gerade im Fall von Schützenmatten gibt es noch so gewisse politische Diskussionen, die man vielleicht auch noch ein bisschen anschauen müsste. Du hast vorhin den Datenschutz angewendet und so Sachen. Also, es ist immer so ein bisschen ein Abwägen, was
Also Partizipation von der Öffentlichkeit ist sicher gefragt. Und wenn man das zur Verfügung stellen kann, so weit sind wir noch nicht in unserem Bereich, dass jeder seinen eigenen Turm auf dem Bundesplatz kann bauen kann. Aber es ist sicher ein Thema, das uns in Zukunft wird beschäftigen oder wo wir verfolgen. Sicher sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir eben die erste Live-Demo gesehen, wo eben mit dem Turm und dem Schattenhorch und wie schnell das geht. Wir haben auch noch eine zweite. Adrian, sag schnell, der geht es um eine HoloLens. Das musst du vielleicht erklären. Die Idee ist entstanden, als dass wir an den letzten Digitaltagen die HoloLens haben erklärt. Also, dass sich die Leute mit einem speziellen Tool, das ihr jetzt gerade werdet sehen, haben können in so ein Projekt hineinversetzen. Aufgrund von dem, dass wir den heutigen Digitaltag online machen, ist das Erlebnis so nicht transportierbar gewesen. Und das war der Hintergrund des zweiten Videos, das der Florian jetzt wird präsentieren. Dann schauen wir doch rein, sind wir gespannt. Und last but not the least, wir werden jetzt über Virtual Reality reden. Genau, also jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass Sie nicht auf einem Bildschirm sehen, sondern durch eine Mixed Reality Brille. Also eine Mixed Reality Brille ist hier im Fenster abgebildet. Und ja, diese Technologie ermöglicht hauptsächlich Virtuelles in die Realität zu bringen. Und hier sehen Sie einen Teil des Stadtmodells und wir können genau die gleichen Studien wie vorher machen. Das heißt, hier machen wir einen Variantenvergleich zwischen verschiedenen Varianten. Und wieder wie vorher, wir können hier die Schatten des Projekts simulieren. Genau. Und jetzt die größte Innovation mit dieser Technologie. Wir können direkt in der Umgebung gehen. Und das ist das sogenannte Virtual Reality Technologie. Und hier, also ich bin auf der Brücke und ich kann zum Beispiel auf das neue Gebäude gehen und hier den schönen Ausblick genießen. Genau. Und ja, das war schon alles für die Live-Demos. Also, merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Und ja, bis bald für neue digitale Entwicklung. Ciao zusammen. Ciao Florian, merci. Sehr sympathisch, wie ihr das gemacht habt, wirklich. Und auch wiederum sehr, sehr faszinierend. Also, man kann hin und her kumpen, man kann sich richtig rein versetzen. Ihr habt jetzt bei euch im Büro gemacht. Adrian, ganz ehrlich, wie manchmal legst du so eine Brille an und verschwindest oder verlierst du dich in deinem 3D-Stadtmodell? Ich persönlich, ja, ich lege sie gerne an und ich verliere mich in diesem Stadtmodell. Die Herausforderung ist ein bisschen, dass man eben die Brille nicht immer dabei hat und nicht immer das Setting hat vom Büro und das 3D-Modell muss parat sein. Aber wenn es nach mir ging, ich würde stundenlang in dem mit der HoloLens rumlaufen. Es ist jetzt ein Live-Demo nicht so cool rausgekommen. Also ich habe es schon recht cool gefunden, aber du hast mir vorhin gesagt, an den letzten Digitaltag haben die Leute das anlegen. Genau. Aber vor Covid irgendwann wird es auch wieder möglich sein. Aber genau. Also die Leute fahren natürlich auch voll ab auf so Zeug, sage ich mal, nicht nur Geomatiker, sondern auch andere Leute. Also ist das etwas auch wiederum, was zur Partizipation kann führen, oder beziehungsweise zu einer noch verstärkten Partizipation auch im Bereich eben Stadtbau, Raumplanung etc.? Das ist definitiv so, dass dort die Partizipation gefördert werden sollte. Ja, aber vorhin auch ein gewisses Hindernis erwähnt, als dass die HoloLenses momentan noch nicht an jedem Strassenecken verfügbar sind. Und deswegen haben wir im Moment das Ziel, eben mit dem Hosensack-Computer etwas Ähnliches aufzubauen. Man kennt das von einer Inneneinrichtungs-App, wo man inzwischen kann Kacheln platzieren und live ein Bild darstellen und so Sachen. Also im Einrichtungsbereich geht es schon. Und wir arbeiten im Moment daran, das in die Realwelt raus zu tun.
dass man eben eventuell ein Planungsprojekt auch den Leuten auf dem Handy kann präsentieren kann. Das ist eher zielrichtig. Zudem haben wir jetzt mit Corona gemerkt, bei HoloLens ist es so gut, weil man kann um einen Tisch um sein und zusammen diskutieren, was bei Corona ein bisschen weniger der Fall ist. Also, momentan sehe ich dort die Entwicklung eher in Richtung Computerbildschirm. Die HoloLens ist cool, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber die Realität geht, glaube ich, in die rein virtuelle Geschichte vor dem Computerbildschirm. Aber das ist es eben, oder vielleicht für die Leute, die jetzt zugeschaut haben, wie ich Freude habe an solchen Sachen und fasziniert sind. Aber die haben das im Büro gemacht. Aber das ist ja nicht nur eine Spielerei. Das ist ja auch wichtig, jetzt hast du gesagt, klar, es geht eher in eine virtuelle Richtung, dass man vor dem Computer sitzt und anschaut und durchklickt. Mhm. Aber es ist nicht nur eine Spielerei. Also, ihr macht das aus einem Grund. Und zwar, weil ihr das anwenden wollt, auch vor Ort, nicht im Büro, sondern genau. Mit der Stadtplanung, wo ja viel läuft. Schauen, wie das aussieht, wenn der Veloweg breiter ist, etc. Oder so ist die konkrete Anwendung. Genau, also da hast du sehr ein gutes Beispiel gebracht. Was viele Leute vielleicht kennen, sind die Bauprofile, die gestellt werden bei einem neuen Bauprojekt. Und anhand von so Bauprofilen ist es relativ schwer zu erkennen, was kommt jetzt dort für eine Klotz, sage ich jetzt mal, her? Gell, dass ich da die, schnell zu sagen, ja. Dass sie die Stecken, die auch so. Also, genau, gell? Du hast es richtig umschrieben. Genau, ja. Einfach, dass wir uns da einig sind, was das ist. Genau. Ja, genau. Und die dienen im Prinzip genau zum gleichen Zweck wie das, was wir heute haben vorgestellt haben. Einfach noch so ein in einer analogeren Form. Ja. Und es ist definitiv nicht nur eine Spielerei. Es ist, eine ganz konkrete Anwendung, wo wir als Stadt hier eine gewisse Aufgabe haben, den Leuten nachher das zu visualisieren, was die Stadt plant oder was eventuell auch Private planen. Es ist ja eigentlich, oder, wenn man Digitalisierung, und um das geht es ja in diesen zwei Tagen, wenn man das gut macht und transparent ist, sage ich jetzt so als Bürger von diesem Kanton und dieser Stadt, dann ist, glaube ich, das Verständnis für Projekte viel grösser. Und gut, wenn du so sagst, die Bauprofile, da kommt ja, weißt du, weißt nur die Höhe und die Neigung vom Dach, da kommt ja irgendetwas kommen. Genau. Ist aus meiner Sicht, und korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ist ein Schritt in Richtung Transparenz und hoffentlich auch eben nicht nur Partizipation, sondern irgendwann ist vielleicht auch schneller Stadtentwicklung, schneller bauen, weil die Leute, die skeptisch sind, können schauen, wie sieht es denn aus und nicht nur, aha, ja, dann bauen sie dort auch, keine Ahnung, 700 Rittigampfe oben auf einem Dach und es ist laut und ich muss 7 Beschwerden machen, wie wir das ja leider auch viel erleben in unserer Stadt. Das ist auch etwas, was die junge Generation, ja. Zählen wir nicht zu den Jüngsten, aber die mitteljunge Generation auch nervt, oder? Dass man das Gefühl hat, man kommt nicht vorwärts, immer die Einsprache und so. Genau, also dort kann ich dir zu 100% recht geben, dass die Richtung geht in Transparenz. Ich habe eingangs erwähnt, ich bin Vermessungsingenieur und meine Welt sind Karten und Pläne. Und wenn ich einen Plan vor mir sehe, würde ich von mir sagen, kann ich den noch so ein bisschen interpretieren. Aber das gilt nicht für 100% von unserer Bevölkerung. Und so eine 3D-Ansicht, wie der Florian hat visualisiert, ist in meinen Augen leichter verständlich und hilft, ein Bauvorhaben in diesem Fall jetzt transparenter zu visualisieren. Es gibt vielleicht, wenn ich noch darf ansprechen, es gibt noch andere Anwendung, die wir jetzt hier nicht haben präsentiert, aber das ist der ganze Untergrund der Stadt Bern. Also ich kann mir noch vorstellen, in der Stadt Bern sind Leitungen von Medien wie Elektrowasser, Fernwärme und Gas und solche Sachen versteckt im Untergrund, wo wir als Vermesser wissen, was sie sind. Das ist unsere Aufgabe, die zu vermessen. Aber die auch zu visualisieren oder zu zeigen oder einem Planer zur Verfügung zu stellen. Dort hilft uns natürlich die dritte Dimension auch sehr. Das ist noch ein weiterer Aspekt. Sehr, sehr spannend. Und gerade bei diesem Ungrund, jetzt kommen wir schon zum Schluss, aber gerade bei diesem Ungrundthema, ich weiß gar nicht, ob ihr das vielleicht wisst, es gibt sogar eine Führung. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die findet auch während der Covid-Phase hoffentlich irgendwann wieder statt. Und es ist wirklich beeindruckend, wo man in der Stadt Bern alles unten durchlaufen kann. Beziehungsweise man kann neu machen und kommt dann zum Beispiel hier oben wieder raus, wenn man, nachdem dass man unten beim Bärengraben ist, verschwunden. Mhm. Also unfassbar. Wie viele Kilometer das Untergrund laufen?
Ich kann dir das nicht sagen. Was ich dir bestätigen kann, ist das, was du siehst im Untergrund. Und wenn du durchlaufen kannst, ist nur ein Bruchteil von dem, was effektiv vorhanden ist. Also ich sehe, die Richtung. Adrian, wir konnten es da richtig verlieren. Wir sind schon am Ende leider von unserem Gespräch. In einem Jahr oder vielleicht in fünf, sagen wir in fünf, wenn du wiederkommst, wieder mir etwas vorstellst, was wird es sein? Was denkst du? Schwierig zu sagen. Das Spannende an unserer Aufgabe oder an meinem Job ist, dass wir mit neuen Technologien in Berührung kommen und dass wir es umsetzen. In fünf Jahren, wenn ich hier bin, werden wir nicht mehr über so 3D-Modelle als etwas Neues vorstellen. Das ist ja hier vor dran auf dem Tisch, wo wir genau, und alle sehen sollen, wir machen so. Das hat sich etabliert, aber ich bin überzeugt, dass die neuere Technologie dann auch schon wieder vorhanden sein wird. Was das ist, kann ich noch nicht sagen. Gut, ich freue mich auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder in fünf Jahren, Adrian. Merci, Brian.